Jetzt benutzen wir mal die Landungsschiffe. Seas of Treason. Setup 4 Spy Operation habe ich schon erledigt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Könnt ihr aber auch mich freikaufen. Baron. Ready for destruction. Ready. On watch. Das Spice muss fließen. Und das Spice bringt hier an der Stelle richtig Kohle jetzt. Hast du nichts zu tun. Du sollt auf die Harvester aufpassen. Die wollen 1024 Text, da bin ich genau drin. Und wenn die Forschung jetzt gleich abgeschlossen ist, kann ich eh ein viertes Team da reinsetzen, dann verdiene ich noch mehr mit dem Spice. Man muss sie nicht übernehmen, man könnte auch die Loyalität von den Dörfern wieder zurückgeben. Plus 1 Armor. Alle Einheiten nochmal um 10% stärker. Plus 10% im Verkauf für Spice. In der nächsten Periode fällt das sogar richtig stark wieder. Pile of Shame? Ich habe zurzeit gar keine große Pile of Shame. Ich habe in letzter Zeit gut abgearbeitet. Toll. Passt natürlich nicht die 20%. Aber du kannst ja im Stock auch einlagern für den darauffolgenden Monat. Aber da muss ich auch sagen, das wäre natürlich auch noch irgendwie so eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache diesen Monat alles in Stockpile rein und ich verkaufe das nächsten Monat. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Obwohl, dann könnte man im nächsten Monat halt die Gesamtproduktion rüberschieben. Mach den Supply Drop fertig.
Ach. Könnt ihr aber halt auch für was anderes gebrauchen. Da sehen wir übrigens den High-Standing-Modus gerade. Plus ein Influence, plus 10 Volt und plus 10% Bonus im Spice-Verkauf. Ist also nicht verkehrt, das hoch zu pushen. Müsste aber auch irgendwo nochmal eine Übersicht sein, was man für Boni bekommt dadurch. Weil das kann man nirgendwo einsehen. Aber hier haben auch die Atreides haben da einen Vorteil, die kriegen da mehr raus. Greetings. Ich stehe halt schon ganz fies vor deren Basis. Das mögen die gerade überhaupt nicht. Das solltet ihr schaffen, ihr habt da einen Bonus, also beziehungsweise ihr habt das Militärding stehen. Was wollt ihr? Warum wollt ihr mit mir handeln? Ihr hasst mich. Weil ich euch da unten schon zerfetze. How can I help? Komm, wir machen auch einen Supply Trade. Dass meine Einheiten bei denen halt auch Supply auffüllen könnten, theoretisch. Da kommen gerade die Unterstützungstruppen. Setz mal eben den Supply hier, dass die alle noch ein bisschen HP dazu bekommen. Und holen wir uns nochmal plus 30 Lance Red. Kann er bestimmt direkt wieder machen. Ah ne, 300 brauche ich, okay. Aber dieses Hin- und Her-Recoilen von den Harvestern ist halt... Also ich bin zwar auf Geschwindigkeit 1,5, aber das ist halt auch lästig. Zurück. Ja, tut mir leid, ihr seid verloren. Let's go.
Ich wollte heute eigentlich noch was anderes spielen, aber glaube ich, schaffe ich nicht mehr. Muss ich mir eh noch angucken. Weil ich kann auch Line Wars spielen. Ein sehr Multiplayer-orientiertes Taktikspiel. Danke, Fusch, für dein Prime-Sub. Da ist gar kein Wind. Hier kann ich noch Wasser produzieren. Crew Reputation wird da benötigt. Das hier. Dann forscht das als nächstes. Damit ich das Spezialgebäude bauen kann. Und nein, ich kann den Siege von denen übrigens noch nicht angreifen. Also beziehungsweise das Hauptgebäude. Weil, der hat halt 20 Armor, die müssen runtergeschossen werden und die haben 20.000 HP. Da sollte ich eine volle Armee für haben. Naja, die ich auch habe, aber, ne? Wie viel Range haben wir? 2. Dann holen wir uns noch einen Gunner. Die 2 Drohnen von da unten sollen mal hochkommen. Dann sollten wir schon mal ein Supply wieder machen. Verteidigung, Manipulation der Verteidigung. Minus 50% Power für die Main Base. Und plus 50% Schaden. Da ist das, glaube ich, was auch die Hakon mit der Atreides Basis gemacht haben im Film. 1855 wir das Imperium haben. Ne, ich habe die Atomics nicht benutzt, weil die Atomics halt auch teuer sind und ich brauche das gerade für andere Sachen. Ich muss sagen, ich kann da gerade nicht so mit rumspielen. Was ist wichtiger als Atombombe? Die Atombombe zerstört nur das Dorf plus die Einheiten kriegen Schaden. Ich glaube, das wird keinen Schaden machen gegen die Hauptbase. Und da fängt mein Problem an. Da sind wir auf 400, jetzt kriegen wir schon 20% Bonus im Exchange-Kurs. 20 Vote plus 2 Influence und plus 1200 Vorherrschaft. Da sind die Framer immer noch vor mir, deshalb ganz gut, dass ich die gerade ausschalte. Oder beziehungsweise ausschalten will.
So, machen wir mal Ärger. Machen wir den Supply und Basissabotage. Weil die machen nämlich fast gar keinen Schaden, bis die Armor runter ist. Alter, soll hier bleiben. Bleib mal hier, Schatz. Dann natürlich klar, dass jetzt ein Wurm kommt. Rette mal das Team. Ja, okay, die KI weiß ich schon nicht mehr zu helfen. Ich glaube, mein Hund muss raus. Wo willst du hin? Achso, du bist auf Auto-Recon noch. Der ist nämlich gerade hier an der Tür am Katzen. Wir werden dann eine ganz kurze Pause machen, da ich mit dem kurz an die Wiese gehe. Wieder einen Supply Drop einsetzen. Weil der heilt auch im Kampf. Das ist wirklich mächtig. 50% HP Heilung an einem Tag. Was spricht gegen den Auto-Recoil? Der Auto-Recoil kostet Spice. Also generell solltest du, wenn du denn Orny Chopter hast, auch die nicht mehr auf Auto-Recoil haben, weil du dadurch mehr Spice generierst. Bam. Tschüss, Frem. Das war absichtlich vom Spiel. Da wollten die mich einfach nochmal ärgern. Die Spice-Gilde will was von mir. Eine positive Resolution oder 100 Spice bezahle ich. Ich bezahle 100 Spice. Ist billiger. So. Ja, muss ich das später nochmal zusammencutten hier vom Video her. Aber ich denke mal, jetzt werden die anderen Fraktionen relativ schnell fallen. Anscheinend sind auch die Atreides gegen die Schmuggler dran, weil die haben schon Schaden bekommen. Muss nur gucken, von wo ich am besten rübergehe. Weil du kannst halt nicht über Steep Desert laufen, weil du halt hier plus 300% Daily Supply Drop hast. Das ist halt kostenintensiv. So, machen wir weiter. Fremen sind zerstört. Was ich auf jeden Fall ausprobieren wollte, ist auch... Deshalb habe ich ja hier oben schon angefangen zu infiltrieren bei den Atreides. Wie das hier ist mit dem Infiltrationszellen. Ein Assassination starten gegen einen von den Führern. Weil ich glaube, das könnte auch eine weitere Möglichkeit sein, ein Spiel zu gewinnen. Ist natürlich auch die Frage, wie hoch ist die Chance, dass man das schafft. Wobei der Voraufbau halt hier auch recht umfangreich ist.
Oder mal anfangen, die ganzen Städte fertig zu bauen. Da können wir noch ein bisschen was einsparen an Unterhalt. Pollen Rebellion. Ganz schlechte Nummer, weil ich habe ja gerade gar nichts. Angriff gegen die. Go, go. Ich vergesse manchmal die Investigate einzusammeln. Da würde ich mir übrigens manchmal hier wünschen, dass die, dass das Spiel halt ganz kurz pausiert wird. Das wäre auch eine gute Option, glaube ich, noch, wenn man, sag ich mal, Singleplayer spielt. Für manche Spieler. Wurm, lasst euch fressen. Weitere Sieges, die ich eh nicht holen kann gerade. How can I help? Ich würde gerne nochmal mit euch einfach handeln. Let's get to business. Vor allem, die haben 69.000 Solari, obwohl die Schmuggler sollen wohl einen also sehr hohen Bonus haben für alles, was Wirtschaft ist. Und deshalb ballern die da die Kohle dann später so raus. Und die können halt Unterstädte bauen in den Städten, das ist korrekt. Wobei, bei dem müsste man echt mal reingucken wie in dem Schwarzmarkt. Mit euch handle ich nicht, Haus Atreides. Ihr seid nämlich meine nächsten Opfer.
Warum verliert ihr denn immer wieder die Connection hier? Passt auf euren Harvester auf. Das packt ihr schon. Die holen sich so Prozente von dem, was vor Ort produziert wird mit der Unterstadt. So eine wundervolle Sache. Und jetzt will er mich langsam verarschen. Was hast du hier für einen Bonus? Ah, wenn feindliche Einheiten sterben. 30% Reduktion hast du hier. Ja. Was soll ich noch machen? Da habe ich sie jetzt auch inzwischen alle abgehangen. Moment, wenn die Forschungen fertig sind, dann macht das Defense System. Beweg dich mal ein Stück weg von dem, falls dann der Fehler korrigiert. Gute Nacht, Rasputin, im Chat. Wo wollt ihr denn hin? Ich fress den Supply von Feindeinheiten weg. Zwei neue Statecraft-Buildings. Okay, das kann ich machen. Das ist mir schon eins, was gleich fertig ist. So, ich habe erfolgreich die Imperial Tax bezahlt. War ja nicht schwer. Ob ich auf 500 nochmal einen Zusatzbonus bekomme? Greeting. Oder vielleicht ist das auch noch eine Siegbedingung. Oh nein! Ah, da ist es jetzt ganz oben. Assassination 1 von 3. Ach, ich muss das dreimal machen. Ja, dann ist das wahrscheinlich wirklich die Möglichkeit, so das Spiel zu gewinnen. Mein Missionssetup. 1k investieren und 100 Leute, Mission Duration plus 200%.
einen Gegner zu erobern oder einen feindlichen Agenten befreien. Einen Doppelagenten. Nee, ich rekrutiere einen weiteren Agenten. Das ist gar nicht mal so schlimm. Ich kann doch bestimmt, wir müssen ja eh noch mehr Gebäude bauen. So, da haben wir schon den auf Intel gebaut. Ready for destruction. Warum auch immer hier nur drei drin sind. Aber ich versuche jetzt ein bisschen Intel zu pushen. Ich möchte den Gegner mit Assassination töten. Und die Schmugger töte ich noch militärisch. Exchange Rate noch erhöhen. So, Sandtaktik. Jeder, der... Achso, das sind die Söldner, die ich jetzt rekrutieren kann. Die haben auch nur einen Upkeep von 2. Oh, und die sind sehr schnell rekrutiert. Schön. Da brauchst du natürlich direkt lauter Verteidigungssachen plus ein Spaceport. Angenehmen Abend noch, Morpheus. Awaiting order. Awaiting. Target. Naja, vergifte ruhig meine Reserven. Das Frame Spice Failed nutze ich schon. Und bis ich da hinten bin beim anderen Spice Failed oder hier unten, das ist halt inzwischen. Es kostet halt immer mehr Autorität, um weitere Siedlungen einzunehmen. Und das wird halt echt viel. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon bei ja, 421, um eine feindliche Siedlung einzunehmen. Das soll natürlich die Expansion so ein bisschen drücken. For you.
dass man nicht wie ein Bekloppter halt einfach wild expandieren kann. So, schicken wir die Truppen mal runter. Ich kann nur die Anzahl von Territorien finden, beziehungsweise sehen. Ich investiere mal einfach alles. Das ist mir nicht so wichtig, die Landmark-Einheiten zu rekrutieren. Aber wenn die mir nochmal 3 schenken, warum nicht? Obwohl, nein. Es sind noch 14 Tage, die werde ich auch noch ohne Krieg überleben. Wie habt ihr das denn gemacht? Ah ja, stimmt. Haus Atreides kann ja ohne Kampf Siedlung einnehmen. Befrei die Stadt. Schickt ruhig Truppen her. Dennoch auseinandernehmen. Ach, wie kacke ist das denn? Fliegt mal schnell zurück. Und die nächste Stufe.
Wir gehen hier wieder auf sicher. Dann dauert zwar die Mission länger, aber dann läuft die auf jeden Fall durch. Mein Nacken bringt mich um. Ach so, unser Conceal ist durchgelaufen. Kriegen wir mehr Exchange. Plus wir haben 3 Truppen geschenkt bekommen. Die aber nur temporär da sind. Entschuldigung. Knives out. A strategic. Listening. Awaiting order. At your service. We're up. Ganz kurz nochmal, das ist übrigens auch was, was mir noch fehlt, eine Übersichtskarte, wo ich die vielleicht die Städte einsehen kann, wo ich denn schon ausgebaut habe. Das wäre auch nochmal ein ganz schönes nice to have, weil so bist natürlich aus der Sicht auf die Stadt hast du zwar viele Informationen darüber, was wird produziert, wie viele Milizeinheiten hast du, aber du hast keine Informationen darüber, wie viele von den Bauslots belegt sind. Dafür muss die Stadt erst anklicken, oder ja, ist die Stadt. Das ist 4 Gebiete weit. Das können die nicht laufen. Nein! Alles in den Stock. Ich hab's fast verkackt, die Tags zu zahlen. Gute Nacht, Wolfgar. Schlaf gut. Jetzt war noch die Produktion fertig, da ich hier den dritten bauen kann. Bekomm 10 Intel, wenn du eine feindliche Einheit tötest. Bekomm Intel, wenn du Dörfer ausraubst. Und 10 Intel für jeden Agenten, den ich gefangen genommen habe. Wobei, da wüsste ich gar nicht, wo die Info dazu steht. Weil das ist ein Agent, den der Feind gecaptured hat. Saved to please you. We'll do that.
Wobei, wir könnten... Doch, wir könnten hier einfach frontal durchziehen. Warum haben die gerade aus irgendwelchen Gründen hier das Dorf verloren? Dann lass uns noch den... Ach komm. Aber wenn ich Atomics einsetze, wird mein Landstrength um 400 reduziert. Das Imperium findet nicht gut, wenn ich auf Dune mit Atombomben rumschmeiße. Komisch. Guter Zeitpunkt für eine Rebellion, wenn ich mit meinen Truppen hier stehe. Greetings. Ist okay. Wir geben mir meinen Agenten wieder. Ich mache das mit den Atomic nur, damit man das mal sieht. Weil ich habe das auch noch nicht gemacht, um mir das mal anzugucken.